Niederlage, und zwar durch den GAK gegen Dynamo Tiflis. Hier haben wir Gasselich, Drabitz, Fürst. Da viele Fehler von Harry Fürst in dieser Anfangsphase. Wieder Plochin. Guter Pass. Besonov. Und das war eine ganz große Möglichkeit. Hier diese Chance noch einmal. Herrlicher Pass von Plochin für Besonov. Besonov an Konzilia vorbei. Schiebt den Ball, aber auch am Tor vorbei. Meisterschaft, ja. Frühjahr, Herbst gespielt und nicht wie bei uns. Herbst, Frühjahr. Jetzt Plochin. Sehr gefährlich, dieser Oleg Plochin. Besonov. Guter Pass. Konzilia. Und Daxbacher hat gerettet. Die zweite große Möglichkeit für Dynamo Kiew. Also an Chancen steht es bisher 2:0 für die Ukraine. Eine große Möglichkeit hier. Aber Friedel Konzilia hat gerettet. Jevtuschenko, abseits, abseits von Plochin. Hier haben wir die Aktion noch einmal. Völlig freistehend. Guter Schuss. Konzilia kann parieren. Und dann rettet Daxbacher vor Plochin. Jevtuschenko. Besonov. Jevtuschenko. Sehr viel Spieler. Große Möglichkeit und Tor. 1:0. 1:0 durch Baal. 1:0 für Dynamo Kiew in der 22. Minute. 1:0 für Dynamo Kiew in der 22. Minute durch Baal. Wir sehen das hier noch einmal. Eine präzise Flanke. Baal mit einem Hechtkopfball. Losinski, Plochin, Konzilia, unglaublich, welche Freiheiten diesen Stürmern von Dynamo Kiew gelassen werden. Losinski noch einmal, Gasselich. Steinkogler, Ball. Besonov. Konzilia nach diesem Schuss von Weremejew. Die Austria bewusst. Weremejew. Dynamo-Trainer Lobanowski hat genau gesehen, dass von hier auch Gefahr drohen könnte. Und wieder eine große Möglichkeit. Besonov und Plochin und Tor. 2:0. 2:0. Aber der Linienrichter entscheidet auf Abseit. Der Jubel ist zu früh. Schiedsrichter Anderko hat bereits auf Tor entschieden, aber sein Linienrichter gibt Abseit. Ja, jetzt werden wir sehen, was es gibt. Hier ist die Aktion noch einmal. Vielleicht sehen wir es jetzt. Und hier bei diesem Vorstoß von Besonov entscheidet der Linienrichter auf Abseit. Aber der Schiedsrichter bleibt bei seiner Entscheidung. Ja, nach diesen Diskussionen bleibt Schiedsrichter Anderko bei seiner Entscheidung. In der 47. Minute also 2:0. Noch einmal ein Zwiegespräch zwischen Schiedsrichter und Linienrichter. Noch einmal ein Zwiegespräch. Obermeier ist dort. Konzilia ist dort. Und jetzt nimmt der Schiedsrichter seine Entscheidung zurück. Wir sehen hier die Entscheidung. Wir sehen hier die Szene noch einmal. Und zwar beim Kopfstoß ist Besonov
auf der Torlinie gestanden. Es ist vorläufig beim 1:0 für Dynamo Kiew. Jetzt Baumeister, aber Fehler der Austria. Jetzt Blochin, Blochin gegen Obermeier, Blochin. Ja, unglaublich, wie antrittsschnell, wie ballstark, wie sicher Blochin im Dribbling ist. Plus. Obermeier verliert den Ball am Ball. Ball. Und Konzilia. King. Wird die Austria aus dem Konzept gebracht. Hier noch einmal diese Szene. Eine große Möglichkeit für Bayern. Konzilia steht beim Freistoß. Schuraljov, Weremejew an die Latte. Weremejew an die Latte. Hier dieser Freistoß noch einmal an die Latte. Blochin, Blochin ganz alleine. Mittenen Freistöße und Eckbälle. Blochin. Und auf der Linie hat Robert Zara gerettet. Ja, unglaublich, was sich da jetzt abspielt. Zuerst Blochin, dann war Jevtuschenko am Ball. Diebente Chance. Wir sehen das hier noch einmal. Eckball von Burjak zum langen Eck über die Abwehr hinweg. Dann Jevtuschenko alleine, aber er schießt. Robert Zara. Drabitz. Drabitz und Michael. Kiew gleich 7 Torchancen und hier der Trainer Lobanowski im Bild, der Herr ganz links, greift sich an den Kopf. Für ihn müsste das Spiel schon zu Ende sein. Für ihn müsste das Spiel schon zu Ende sein. Trotz einer überlegenen Mannschaft sehnt er den. Die letzten Verzweiflungsangriffe der Austria. Es hätte ein großer Fußballabend. Herrlicher Schuss! Herrlicher Schuss von Bessonov noch einmal. Es hätte ein großer Fußballabend werden können. Aber die Austria war leider nicht stark genug, um Dynamo Kiew Paroli bieten zu können. Hier noch einmal dieser Schuss, sehr gut angetragen vom Kapitän Bessonov. Da ist der Schlusspfiff. Dynamo Kiew schlägt Österreichs Meister Austria. Ist dann über mich drüber gesprungen, ist in meinen Rücken gelaufen. Der hohe Ball wurde von Blochinger aufs Tor geköpft. Das ist wohl ein Spieler von uns, ich glaube, es war Taxbacher, auf die Torlinie gelaufen. Aber zwischen mir und dem Taxbacher ist dieser russische Spieler gestanden, ihm vor dem Tor, und deshalb war es eine ganz klare Option.